Hattest du mal Gäste, die nur reden wollten oder so? Nee, so direkt nicht. Also ich hatte mal eine 3-Stunden-Session und dann... 30? 3. Der konnte nicht richtig abschalten, weil er irgendwie so total viel Zeug im Kopf hatte. Und dann habe ich echt so die letzte halbe Stunde oder 40 Minuten mit ihm wirklich so eine Therapiesitzung gemacht. Also er dann so, ja, und er hat irgendwie seine Katze und die und seine... die ist irgendwie zu Hause und dann nimmt ihm die Wohnung wieder auseinander und die Arbeitskollegin, die ist irgendwie Polin, die kann nicht richtig Deutsch und dann bla bla bla, weißt du. Und dann habe ich ihm auch irgendwann so gefragt, also warum hängst du dich so darauf auf, so, das ist doch egal, so, weißt du, und hat dann mir so sein ganzes Leid erzählt und er war super negativ eingestellt und ich war echt so, ich habe ihm zugehört, ich habe auch mit ihm geredet und habe ihm auch versucht, irgendwie so Tipps zu geben und für ihn war dann auch so ein kleiner Aha-Moment. Aber da war so echt am Ende, dass ich so, oh, wo sind meine Räucherstäbchen, so, ne?